Ja, hallo und schön, dass ihr auch wieder heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute ist die Giulio Cesare am Start, der Fünfer der Italiener. Ein wirklich interessantes Schiff und ich denke, deswegen sollte man dem Ganzen hier auch mal ein bisschen Beachtung schenken. Wir haben ja ein Fünfer-Vierer-Gefecht, also von dem her sehr passend für das Schiff, würde ich mal sagen. Und da sind wir sehr gespannt, was er damit reißen kann. Gerade ein Schlachtschiff der Italiener ist natürlich schon etwas, was man sehr vielleicht selten sieht. So, jetzt schauen wir mal gleich darüber, denn da gehen die ersten Gegner auf. Die Königsberg in 13,5 Kilometer gar nicht so weit weg. Die Schüsse sind auf dem Weg, in dem Fall alle AP geschossen und die schauen nicht schlecht aus. Und holla die Waldfee, ja, die schauen super aus. Zwei Zitadellen, 20.300 Schaden. Ja, das ist schon mal sehr wacker, was da eingeflogen ist. Torpedos direkt voraus. Und auch da hat er getroffen, allerdings dafür nur 2000 Schaden. Also alles halb so wild. Ein paar Flugzeuge oder eins ging auch noch da drauf. Aber das war jetzt nicht so wirklich zwingend, sag ich mal. Ah ja. Und auch da Tschüssikowski, Zitadelle und weg damit. Erst der Kill von ihm war auch wichtig, weil sein Team schon drei Schiffe weg hatte. In dem Fall jetzt sogar schon vier und das Gegnerteam mit dem Kill von ihm erst zwei. Aber auch die Furutaka, die bekommt sofort ihr Fett weg und auch da 14.000 Schaden. Und ja, der Italiener, der zeigt, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Jetzt posiert er sich da ein bisschen um. Der Winkel ist nicht wirklich schön, denn hier dreht der Gegner sofort, nachdem er selber geschossen hat, ein. Aber auch auf ihn selber ging da nicht viel drauf. Hat er mit seinen HE-Granaten wenigstens noch einen Brand legen können. Und der tickt auch ein bisschen. Also von dem her hat er da in dem Moment das Beste rausgeholt, was er rausholen konnte. Er kann jetzt natürlich den Winkel nicht stark verändern, weil er sonst einfach selber in den Fokus der Gegner kommt. Aber nochmal ein Brand. Der war natürlich jetzt sehr satt, weil jetzt ticken da die zwei Brände schon für 500 pro Tick. Wurde auch jetzt mittlerweile dann gelöscht, weil der Gegner natürlich selber sich im Klaren ist, dass das sehr, sehr weh tut.
das Game aktuell gar nicht so klar für keine der Parteien. Sein Team mit 5 Schiffen weg, das Gegner-Team mit 4 Schiffen. Beide haben jeweils ein Cap und den anderen wird sich noch gestritten. Also da ist noch alles drin. Jetzt nochmal mit AP da rüber gezimmert. Aber leider auch nur 2900 Schaden. Nicht so wirklich viel. Die Flugzeuge, die werden jetzt erstmal ein bisschen vom Himmel geholt. Und hier jetzt bei gerade mal 9 Kilometer Distanz, da sind natürlich die Granaten nicht lang im Weg oder nicht lang unterwegs und 20.300 Schaden zeigen, jo, das hat mal gerumst. Einzig und allein der Gegner hat natürlich sich jetzt den B-Cap sichern können und damit hier auf jeden Fall sich einen Vorteil erarbeitet. Den bleibt er jetzt nochmal drauf. Muss auch aufpassen, weil hier die Schiffe sind alle Clanmates. Alle 3 Kleine zusammen, aber auch der Salve hat nochmal ordentlich gezimmert. Oh Gott, ich habe der Salve gesagt. Jetzt werden mich sämtliche Grammatik- und Deutschlehrer da draußen hassen. Natürlich die Salve. Ein sogenannter Gehirnfurz war da gerade am Start. So, jetzt vielleicht der Killshot. Nee, das reicht noch nicht. AP ist natürlich in dem Winkel einfach nicht wirklich geil. Er selbst hat jetzt auch knapp 9000 Damage einstecken müssen. Denn er ist natürlich jetzt auch dementsprechend seitlich da zum Gegner fahrend. Beide Seiten auch noch die Flugzeugträger am Start. So, vielleicht kann er den jetzt versenken, aber immer noch nicht. Vielleicht hätte er da in dem Fall wirklich die HE-Munition mal nehmen sollen, aber die Zuyo mit den Bomben hat da alles klar gemacht und jetzt wartet da der Gegner auf ihn, aber auch hier Torpedos draufgesetzt vom Flugzeugträger. Sitzen auch sehr gut. Also von dem her ein Gegner sozusagen oder ein Problem etwas reduziert, würde man sagen. Aber das ist mit AP alles nicht so schön. Also da hätte er vielleicht wirklich ein bisschen mehr mit HE arbeiten sollen. Auch wenn HE jetzt nicht die allergeilste Munitionsart vielleicht sein mag. Aber in dem Fall hätte ihn das viel Nerven erspart. Wobei jetzt in dem Winkel, da müsste er jetzt die eigentlich locker wegmachen. 4 Sekunden die Granaten in der Luft, also das sollte eigentlich schnell sich erledigt haben. Ja, und da ist es auch so. Das war gar kein Problem. Sein ganzes Team, beziehungsweise sein Zug ist noch am Leben, also von dem her, die 3 sind noch am Start und die 2 Flugzeugträger. Der andere Flugzeugträger, der scheint, ja, ich würde mal sagen, was kommt denn da noch daher geschossen? Da ist ja noch, da steht noch einer hinter der Insel und wartet förmlich auf ihn. Jetzt muss man aufpassen, jetzt kommen die Flugzeuge hier auf ihn zugeflogen. Und ja, erster Drop sehr schlecht. Das ist auf jeden Fall sein Glück. Der erste Drop war wirklich phänomenal schlecht abgeworfen. Und auch der nächste, da kann er einfachst ausweichen. Also da muss der
gegnerische Flugzeugträgerkapitän aber noch einiges an Lehrgeld zahlen. Den Drop, der ist nicht so schön gewesen. Jetzt mit den Bombern hat er da ein bisschen getroffen. Er brennt. Aber auch das ist jetzt alles nicht so wirklich dramatisch, um das noch ehrlich zu sagen. Seine Flaks konnten wenigstens noch ein Flugzeug abschießen. Aber das hat jetzt auch nicht so wirklich dem weh getan. Die Giulio Cesare des Gegners hat hier seitlich auf ihn gewartet. Er hat natürlich sofort geantwortet und da hat es nicht lange gedauert. Da konnte auch sich hier den Kill sichern. Sein vierter Kill und jetzt braucht er nur noch einen für die Krake. Und hier jetzt beide Flugzeugträger offen. Die Zuje unterschätzt man ganz gern mal von der Geschwindigkeit. Auf die Boke kommt er, glaube ich, noch nicht so perfekt drauf. Doch, die jetzt kommt er gut drauf. Fällt ihm hier sogar noch mal extra ein bisschen entgegen. Muss das aber auch machen, weil vor sich die Insel hat. Also er konnte gar nicht großartig anders wegfahren. Jetzt wartet er da recht lange, bis er draufballert. Und jetzt sind die Granaten unterwegs. Aber nur 5800 Schaden. Jetzt heilt er sich da auch mal wieder ein bisschen hoch. Wir sehen die Heilung, die dauert eigentlich recht lange, bis die da hochtickt. Also nicht so wie bei den Briten man das gewohnt ist. Ja, und der hat jetzt dafür richtig gesessen. 25.000 Schaden. Und die Boke mal ordentlich von ihren Hitpoints runtergehauen. So, hier wird nochmal versucht, sich irgendwie zu wehren. Aber der Torpedo, der geht ja Gott weiß wohin. Und auch hier der Job von vorne wieder sehr schlecht gemacht. So, die Boke sollte sich eigentlich jetzt... Ah, ich dachte, es hätte sich eigentlich erledigt, aber in dem Fall... ist er doch noch am Start, aber wie gesagt, ich bin irgendwie erschüttert von diesen schlechten Torpedodrops. Also, Boke ist jetzt erstmal weg. Gegnerischer Flugzeugträger gesprengt. Jetzt kommen hier nochmal die Bomber an. Ja, hier nochmal der Brand jetzt auf ihm, aber wie gesagt, alles halb so wild, muss man sagen. Der Gegner mit dem anderen Schlachtschiff da drüben ist weit weg. Das ist nicht sein Bier gerade, sondern er geht jetzt einfach nur noch für die Zuhörer. Und... langsam aber sicher ist auch dieses Replay zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.